So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ihr merkt, der Ramses, bei dem kratzt es ordentlich im Hals. Wir wollen mal wieder rausgehen und wollen nochmal Eier brüten. Immer noch auf der Suche nach Garnuvil. Den habe ich nämlich immer noch nicht. Sternstück natürlich nicht vergessen. Schwebt schon hier beim Bildschirm rum. Muss ich noch reinwerfen. Dann laufen wir ein bisschen rum. Wetter ist, naja, es regnet, es nieselt. Also es sieht auf jeden Fall nicht schön aus. Trotzdem, wie immer, kurze Hose am Start, wir kennen das ja, auch im Winter, für die Abwehrkräfte. Wir werfen jetzt das Sternstück hier ein und fangen gleich noch was zur Überblendung. Am besten hier dieses Hornliu, das ist nämlich das Pokémon zur Überblendung heute. Mein täglicher Spawn. Was war euer täglicher Spawn? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir wandern jetzt ein bisschen, gucken mal, wenn die Eier aufgehen, wie viel Staub gibt es, wie viel Bonbons gibt es, welche Pokémon gibt es. Gibt es ein Hunderter, gibt es ein Garnuvil? Garnuvil ist ja das Einzige, was mir noch fehlt. Bin ich mal gespannt. Ist die dritte Fuhre, die ich mache, an 9, 12 Kilometer Eiern. Vielleicht haben wir es ja diesmal dabei. So, lass mal kurz die Polizei noch vorbei, ne? Dann machen wir mal fix die Eier auf und gucken mal, was jetzt da drin ist. Wir haben das erste 12 Kilometer Ei. Sternenstück ist wie gesagt an. Und wir haben ein Lavitar. Da hätten sich früher die Leute mega drüber gefreut. 7400 Sternenstaub gab das, glaube ich. Wie sieht das bei euch aus? Freut ihr euch noch auf Lavitar aus den 12 Kilometer Eiern? Sicherlich für Bonbons, gute IV. Wer noch keinen Despoter hat, nimmt das natürlich gerne mal mit. Wir bewerten es auch mal. IV halten sich in Grenzen, trotzdem 2046 Bonbons. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele Lavitar Bonbons ihr habt. Ich habe mir ja schon eine Despoter Armee rangezüchtet mit 6 Unlicht Despoter und 6 Gesteins Despoter. Deshalb ist das eigentlich unnötig. Man könnte höchstens ein paar entwickeln und dann verlosen und sagen, komm, ich entwickle hier ein schönes Despoter direkt und gebe das raus auf Level 20. Das wäre auch eine Option. Könnte man vielleicht auch mal machen. Vielleicht später, braucht man nicht. Adventure Sync, draufgeschissen, wenn man das so sagen kann. Als nächstes haben wir, na, ich muss den Arm unten lassen, schon wieder so ein hässliches Togepi. Im Galalook, ne? 5000 Staub auch nur, aber 82 Bonbon setzt da durch. Das könnte ich also auch demnächst mal entwickeln. Hat auch schlechte IV, sieht man. Also im Prinzip ist alles schlecht, was unter 100 ist. Nur 100 ist gut. Alles, was nicht 100 ist, ist schlecht. Merkt euch das. Werft alles weg. 98er Darkrai werft's weg. 98er Mew werft's weg. Könnt ihr gar nicht wegwerfen. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass ihr Mew nicht wegwerfen könnt? Dass ihr das nicht aus dem Beutel, das müllt euch den ganzen Platz zu. 4800 Staub, ein 705er Skalück. Ich habe eben gar nicht drauf geachtet, wie viel das eben hatte. Das sieht besser aus, schlechter, ich weiß es nicht. Unten hat es vorhin 15 gehabt, jetzt hat es oben, glaube ich, ein paar mehr. Trotzdem nur 82 Bonbons, weil die haben ja am Anfang schon dazu gezählt. Wir kommen aber zum vierten Ei. Ich glaube, jetzt müsste kein Skalück mehr dabei sein, sonst hätte ich bestimmt noch mehr Bonbons gehabt. 5300 Stau bei diesem Absol, was ja auch scheinig sein kann. Hildburghausen, okay. Das ist ein Außenseiter, ne? Der kommt hier aus der Gegend, also das konnte ja nichts werden. 14.07, nimmt man mal mit. Habt ihr schon einen Shiny-Absol? Schreibt es mal in die Kommentare. Dazu hier noch ein fünftes. Unratütox, na darauf haben ja alle gewartet. 4.800, obwohl ihr seht, davon habe ich auch nicht so viele Bonbons, ne? 15, 12 dürfte das, glaube ich, haben. 226 Bonbons. Lass mal wieder den Raser vorbei, drücken schon mal aufs nächste. Da sucht man sich die kleinste, abgelegenste Gasse raus und trotzdem fahren die alle immer zu hin und her. Ich weiß nicht, was sie da hinten wollen, da geht es eh nicht weiter. Vielleicht fahren die extra nur hier rein, um zu drehen. Noch ein Skalück? Das raff ich nicht. Wie wenig Bonbons hatte ich denn von dem Teil? Wieder 5300 Staub oder 200? Trotzdem nur 82 Bonbons, also pff. Wenn ich das mal entwickle, muss ich ja auch das männliche, das weibliche, das Lucky entwickeln, irgendwann auch das Shiny, also da braucht man sowieso Bonbons. Nehmt das also mit, bis ihr so 150 habt, dann wird ein Schuh draus, IV sind auch wieder schlecht. Wir geben es trotzdem nicht auf. Zwei oder drei Eier haben wir ja noch da. Lavitar, haben wir da, Lavitar, gut.
8100 Staub, das sieht auch gut aus. IV sind in Ordnung, gehen natürlich besser. Wie gesagt, ist für mich nur noch ein Bonbon-Spender, aber nicht mal für mich, sondern im Endeffekt vielleicht für euch. Wenn ich da mal so viele Fragen, ja, wie kriegt man Despo da, wie kriegt man Despo da? Despoda-Rates gibt es ja nicht mehr, deswegen, wie will man jetzt Despoda kriegen, außer über einen Trade? 6000 Staub beim Absol. Mäßige Werte braucht man auch nicht. 14,7 hatte das andere, glaube ich. 14,15 hat das hier. Sieht eigentlich schon besser aus, aber... Ich dachte, das war's schon. Eins haben wir noch. Ich glaube, das ist jetzt das Letzte. Und da muss jetzt das Garnovil drin sein. Es kann nicht sein, dreimal... Ohne Garnovil. Und Ratütox. Okay, ich gebe es auf. 9300 Staub. Das sieht aber brutal aus. Ich weiß sowieso nicht. Ich glaube, je schlechter das Pokémon ist, desto mehr Staub gibt es. Wenn ihr also wenig Staub bekommt, ist das Pokémon vielleicht sogar besser. Oder es hat einfach gar nichts damit zu tun. Und Ratütox haben wir nochmal mitgenommen. Okay, jetzt kommt aber gar nichts mehr. Da kann ich euch wieder mitnehmen. So, dann können wir nämlich jetzt hier weglaufen und ich kann euch noch mal kurz die Ausbeute zeigen, nach Funddatum sortiert. Das Lustige ist, vorhin habe ich ja auch aus der Fotobomb einen Shiny Sichlor bekommen. Das fand ich eigentlich richtig cool, habe ich mich natürlich gefreut. Hammer mitgenommen, Shiny Sichlor, schlechte IV. Ansonsten zweimal Lavita, zweimal Absol, zweimal Unratütox, dreimal Skalück. Was habt ihr zuletzt aus dem 12-Kilometer-Ei gebrütet? Und brütet ihr immer direkt eins, wenn ihr eins habt? Oder sammelt ihr die auch? Sagt ihr vielleicht, ja, wir wollen erst 9 Stück haben und dann machen wir auch so ein Egg-Opening für uns persönlich. Schreibt es mal in die Kommentare, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.